Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Show Roter Demon Hölle. Wir machen in diesem Video machen wir den Roten Demon Solo. Wir nutzen als erstes nutzen wir den blauen Guild Hunter. Der ist dafür da, um die Verteidigung von unseren Units zu erhöhen. Dann haben wir den blauen King. Er ist einmal zum Versteinern des Bosses da und um uns zu heilen. Als Hauptdamage-Dealer haben wir den blauen Biersammler Bann. Er entfällt einmal die Haltung vom Boss und er ist der Hauptdamage-Dealer. Dann haben wir Mamas, die Tonne. Mamas ist einzig und alleine dafür da, um unsere HP zu erhöhen, damit wir länger überleben. Des Weiteren nutzen wir Verteidigungsfood. Dann werden wir jetzt mal in den Kampf hineingehen. Und hoffen, dass es klappt. So, dann hoffen wir mal, ob wir einen vernünftigen Try hinbekommen. Was haben wir für Karten? Natürlich nichts Besonderes. Schauen wir erstmal vielleicht die Gilsander-Karten weg. Und denk mal, kombinieren wir King. Der Boss hat jetzt gerade erhöhte Verteidigung und LP-Werte. Das macht gleich unser Bann weg, sobald wir für ihn eine Rang 2-Karte haben. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Aber ich denke mal, wir werden jetzt erstmal verschieben und unsere Ult vorbereiten. Machen wir mal das, dann verschieben wir die anderen noch. Und Gilzander brauchen wir nicht. Hauen wir mal seine Karte weg. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir können versteinern, können Doppel-Heal machen. Dann verschieben wir erstmal King, würde ich jetzt sagen. Oder wir heilen wir uns so. Wir verschieben. Haben wir die Ult vom Band fertig. Ich glaube, dass wir uns heilen, ist jetzt noch die beste Lösung. Weil das Gift und den Blutdebuff, den wir drauf haben, der macht schon gut Damage. Müssen wir jetzt als erstes eben einmal sein Schild wegnehmen. Dann haben wir ihm Defense runter und gehen ulten rein. Das hätte ich jetzt eigentlich eher andersrum machen sollen. Erst ult, dann Defense wegnehmen und dann Schild wegnehmen. Das hätte, denke ich mal, mehr gebracht. Da ich durch die Ult 50% mehr Schaden mache und der Boss 50% weniger Verteidigung hat, ist halt dieser Erpressungseffekt von Bann. So langsam wird dann müssen wir bald wieder heilen. Aber wir hauen ihn erstmal runter. Ein Level 1er Skill, der macht dann halt so ja schon fast gleichen Damage wie Band Stufe 3er Skill. Bitte nicht auf King gehen, das wäre ein Träumchen jetzt. Heilen wir und versteinen. Da haben wir uns verklickt. Verstanden hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr gebracht, hatte ich. Das dürfte reichen, hoffe ich so mindestens. Dann machen wir King Ult gleich fertig. Einmal verschieben wir Bahn. Dann die King Ult.
Fuck, ja. Da war ja was mit seiner erhöhten Beteiligung in LP. Dann machen wir das so jetzt. Nimmt die was weg. Ja, das hätte eben mehr gebraucht, hätte ich ihn sofort genutzt. Aber gut, immerhin haben wir jetzt alle drei Ults ready. Dann können wir gleich versteinern. Bis zwei Rollen. Am besten ist, wenn wir so schöne paar Bahnkarten bekommen. Nochmal King Taktik mit mehrfach verschieben, dass wir so Ult sofort haben. Ich hätte zwar auch sofort nach rechts verschieben können, dann würde mir aber jetzt eine Ult-Kugel fehlen. Hätte halt demnach zwei Skills von King nutzen müssen. Das verschieben wir mal, da wir ein bisschen Zeit gekauft haben. Technisch brauchen wir mal Platz wieder. Oh, das sieht schon mal sehr gut aus. Nein, wir machen damit an. Ich bin nicht. Gut. Ich denke mal, so ist wichtig, aber vielleicht wieder eine Ult-Kugel. Wenn wir erst Ult machen und dann versteinern. Sollten wir eigentlich mitmachen? Keine Verteidigung. Los, Kalinban. Los, los. Das wäre, glaube ich, sogar ohne die 20% Verteidigung schon gegangen. Das war lediglich gerade so ein kleiner Overkill. So, Runde 3. Sieht man natürlich definitiv die Heilung. Dann wir brauchen Ult. Aber gut, dass er anscheinend in der Phase 3, ich bin eigentlich genau angeguckt, eine geringere Verteidigung hat. Aber wenn er unseren Zündungsbuff drauf hat, jede Menge Damage rein. Haben wir jetzt fertig? Den kriegen wir nicht. Ich verstehe dann ihn erstmal. Wenn wir treffen. Oh, das sieht gut. Das sieht ja sehr gut aus. Mal gucken. Das machen. Dann machen wir das. Gibt leider keine Kugeln. Da wir Ult voll haben, aber es sollte jetzt gut Damage kommen. 60k Ult. Und fast 200k mit seinem Angriff. Können wir Verteidigung verringern? Wir switchen aber, denke ich, machen wir King, verschieben wir, können wir heilen und versteinern. Wir machen verschieben und heilen und versteinern. Dann haben wir Follow-up-Plays gleich mit Bann und wir sind voll geheilt. Okay, ist dann da so ein bisschen schwach auf der Brust.
Verteidigung weg. Gil, bitte triff, dafür besser einen Wenig-Damage machen. Was haben wir ihn? Verteidigung weg, kriege ich noch mit Gil an. Und Hand. Oh. Damage, wir müssen die Dots weg haben. Wir heilen. Ich hoffe, Gil, du willst ihn noch nicht killen. Ich hoffe, wir überleben die nächste Runde. Dann haben wir Ult mit Bann. Haben einen Angriff von Bann noch. Vielleicht kriegen wir noch eine Zweier. Natürlich nicht. Wo? Überlebe King. Bitte überlebe, 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 überlebe. Ach, gut. Jetzt heißt es, hoffe, wir machen einen Kill. Nein, zu dem Buff. Ach, das ist eine dritte Runde, dritte Ulti, was? Bann-Ult machen wir jetzt. Ich hoffe, das wird ein Kill. Ansonsten überleben und hoffen, dass wir Bann-Karten bekommen, weil Bann. Gut, das hat sich hiermit jetzt auch erledigt. Bann ist unser Haupt-Damage-Dealer. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, lasst gerne auch ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht es gut, macht es besser. Tschö, tschö.